Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Ihr seht, wir haben uns Verstärkung geholt. Das ist eine besondere Sendung heute, gell? Ja, die letzte heuer. Genau. Für 2018 ist das unsere finale Episode und keine Sorge, wir kommen wieder. Aber dazu später mehr. Was haben wir die Woche? Das politische Spiel. Okay. Drehtür im Weißen Haus. Das ist keine Neuigkeit. Und frohe Weihnachten natürlich. Na dann, gehen wir dann. Martin, schwarz-blau. Was war los die Woche? Hast du es gelesen in der Heute? Sicher, ich lese die Heute immer. Eben, also 66% mit der Regierung zufrieden. Das ist ein erstaunlich gutes Ergebnis. Ja, ich habe mir die Details angeschaut. Also okay. Konkret 44% meinen, Regierung war wie erwartet, 25% schlechter und 22% besser. Aber okay. Im Text steht dann, bei 22% wurden die Erwartungen übertroffen. Bei 22% wurden die Erwartungen, okay. Und jetzt bin ich verwirrt. Wieso? Also ich habe nicht erwartet, dass die Regierung so viel Blödsinn macht. Also ich gehe anscheinend zu diesen 22%. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich deswegen schon zufrieden war mit der Regierung. Also, ich habe die ganze Weiber so glücklich gesehen. Apropos glücklich. Ja. Hast du das im Parlament gesehen? Der Abgeordnete Leichtfried hat den Glücklichen kurz auf der Regierungsbank beim Handyspielen gefragt, ob er Candy Crush spielt. Naja, das ist ein ganz klassischer Fall für die Neos. Warum? Ja, die Reichen, die machen immer so Einreichungen, dass Sachen offengelegt werden müssen. Mhm. Und ich sage schon, die Neos, wir haben da ein Talent für sowas und die sollten einfach fordern, dass der Handyinhalt vom Kanzler, also ist ja ein Berufshandy, dürfte ja kein Problem sein, einfach offengelegt wird und dann wird klar sein, dass der Kurz keine Zeit hat zum Candy Crush bringen. Weil der ist wichtig und macht gute Dinge für Österreich. Das würde er sicher nicht. So. Da stehen ja die ganzen Befehle, die er von der Wirtschaftskammer umzusetzen hat drinnen. Alles für ein besseres Österreich. Parlament war ja noch was die Woche. Okay, was? Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger haben unterschrieben Volksbegehren. Ja, ich weiß, ich glaube Frauen, genau. Don't Smoking, richtig. Sowas. Richtig. Und was war noch? Eine Wave-Geschichte war noch. Ah, die Gis, genau. Genau, richtig. Jedenfalls, kein einziger Minister hat sich das angehört. Die ganze Regierungsbank war leer. Okay, warte mal. Volksbegehren sind ja für den Bürger und die Bürgerin der direkteste Draht zum politischen Entscheidungen, oder? Jenseits der Wahlen ja. Okay, wenn man keine Minister da waren, heißt das ja, die Bürgernähe ist ja mir wurscht. Nein! Ich weiß nicht. Für sowas hat er kurz ja Instagram. Ich könnte ja Trumpi-Bär fragen, aber ich frag dich, was war denn los die Woche mit Trump in der Heute? Du, er ist unser Silent Partner in der Sendung. Leider nicht in Wirklichkeit. Nein. gut, diese Woche. Beginnen wir mit der wenigsten unerforderlichen Nachricht rund um Trump. Was war das? Oder so ungefähr. Du als alter Fußballer. Ja. Kennst du den Rooney, wie heißt der? Den Wayne Rooney? Natürlich. Weißt du das? Ein ganz toller englischer Fußballer. Genau. Begnadet. Begnadet, alles ja. Klar. Ich kenne mich nicht aus, gell? Wurscht. Aber anscheinend ist er gut, weil er war im Weißen Haus auf Besuch. Mhm. Und der Baron, der jüngste Sohn von Trump, hat sich mit ihm fotografieren lassen. Verstehe ich voll. Ja, was ich nicht verstehe, ist, wo ist der Nachrichtenwert? Na, nirgends. Alter Schwede! Anyway, es ist anscheinend wichtig genug. Es steht nämlich in der Heute. Na dann! Und dann ist es wichtig, oder? Dann ist wichtig. Also. Nun, aber nun zu leeren Trump-News, die wirklich einen Trump betreffen. Und es ist irgendwie passend. Weil es ist ja unsere letzte Sendung. Ja. Für 2018. Ja. Und darum ist es gut, dass die beiden Nachrichten noch kommen. Denn die runden das Trump-Jahr für uns auch richtig schön ab. Mehr auf der Same. Genau. Mhm. Er hat wieder eine Nazi gehabt.
Okay, welche Überraschung. In Stabschef John Kelly. Ja. Ich glaube nicht, dass er mit den Kellys verwandt ist. Nein. Aber er ist auf jeden Fall einer von denen, die mit großen Bim Bam Bum und großer Liebe von Trump ins Weiße Haus geholt worden sind. Und irgendwann vergeht die Liebe und dann hochkantig rausgeflogen. Aber hochkantig. In dem Fall glaube ich sogar sechseckert, aber wurscht. Ich glaube ja, dass sie im Weißen Haus deswegen schon eine Drehtür eingebaut haben. Bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. Aber ob die dann so ein paar Jahre vorher sind? Keine Ahnung. Aber die hat ja auch keine behinderten Mitarbeiter, das ist wurscht. Naja, Verhalten, das vertiefen wir jetzt nicht. Anyway, Weihnacht. Aber die wichtigste Nachricht, ja? Wir könnten das Jahr rund um Trump nicht abschließen, ohne eine Nachricht zur Mauer. Genau, die Mauer. Der Trump steht voll und ganz hinter diesem Projekt und das, obwohl, das finde ich super spannend, sein Anwalt, der Michael Cohen, ist jetzt zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Nur, genau. Und dieses Nur sollte den Trump eigentlich zum Erschrecken bringen. Mhm. Aber merkt man ja dann, er kämpft unbestritten für seine Mauer und droht sogar mit Regierungsstillstand, wenn er die Kohle nicht kriegt für die Mauer. Das ist eine Chance. Für was? Ja, dann würde ich ihm die Mauer nicht geben und er hört auf zu regieren. Ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Okay. Aber die Frage, die sich mir stellt, wenn wir 2017 zurückkommen, braucht man dann noch eine Trump-Section? Ich befürchte schon. Shit, wir kommen 2019 zurück. Auch dann? Dieses Mal möchten wir uns einerseits bei euch bedanken und andererseits wollen wir mal drüber resümieren, was unsere Highlights waren. Jetzt in den letzten Ausgaben. Martin, was war denn dein Highlight? Naja, bei mir war es eindeutig. Die heute. Stimmt. Der Chefredakteur hat uns geschrieben. Zur 50. Episode, gell? Ja, genau. Na, und der Artikel in der Heute dazu. Ja, sicher, voll geil, ja. Wir waren in der Heute, wir berichten eben drüber. Kannst du dich an den besten Satz erinnern? Die Schlagzeilenrevue ist Kult. Richtig. Und an was erinnerst du dich? Mir ist erst vor kurzem sogar was Supers passiert. Ja? Ich bin im Zug gesessen, plötzlich kommt eine Dame auf mich zu und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich möchte Ihnen zu Ihrer Fernsehsendung gratulieren. Cool. Aber ich schaue sie an, denke mal, die verwechselt mich jetzt sicher wieder mit dem Raul Krauthausen. Mhm. Und ich sage, ich habe keine Fernsehsendung. Und sie war ein bisschen verwundert und meint dann so, ja, aber auf Okto. Und dann so, boom, stimmt. Jeden Montag, 20 Uhr. Martin, ja. Wir haben eine Sendung auf Okto. Ja, cool. Wir sind im Fernsehen. Ich habe das zwar gewusst, aber mir war das jetzt so nicht bewusst, dass das ja eine Fernsehsendung jetzt auch ist. Und das ist für mich so diese, ja, die beste Erkenntnis eigentlich in der ganzen Zeit, in dem Jahr. War eigentlich ein cooles Jahr. Voll. Und dafür möchten wir euch, Zuseher und Zuseherinnen, egal ob ihr uns auf Okto seht oder Facebook, YouTube oder wo auch immer, wir möchten uns bei euch bedanken. Super Satz. Genau, weil ohne euch gab es das jetzt gar nicht. Macht uns auch keinen Spaß. Eben. Und wir würden uns definitiv keine hassen. Mützen aufsetzen. Also. Damit wir so ein bisschen ins Ende kommen. Wann kommen wir denn eigentlich wieder? Ach, richtig. Genau, also heute haben wir die letzte Sendung. Wir kommen wieder in Jänner. Ja. Auf Okto kommen wir am 14. Richtig. Um 20 Uhr. Richtig. Montag, 14. Jänner, 20 Uhr. Und im Internet sind wir einen Tag früher. Richtig. 13. Jänner. 18 Uhr. 18 Uhr. Ja, wir wünschen euch frohes Fest. Guten Rutsch. Genau. Habt es fein, tat euch nicht weh und satz im Jänner wieder fit für die Schlagzeilenrevue. Genau. In diesem Sinne, meine Lieben, unsere Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben. Ihr Lieben. Ihr Lieben. Ciao. Wir wünschen euch was. Ciao.